Dann gab es eine wichtige Meldung hier, britischem Ex-Premierminister Heath wird Kindesmissbrauch vorgeworfen. Und das ist ein weiterer Tiefpunkt, natürlich ist das noch nicht bewiesen, die Ermittlungen laufen jetzt, es kommen immer mehr Leute und sagen, ja, sie waren damals obdachlose Kids oder sie waren damals Kinder, die also ein bisschen so weggelaufen sind von daheim oder sich auf der Straße viel rumgetrieben haben und sie sagen alle, sie hätten Sex gehabt mit Edward Heath. Also nicht nur ein weiterer Tiefpunkt in der in der britischen Geschichte und auch in der Gegenwart. Also die Sexskandale hier, Prince Andrew, Kellerverliese und Royal Leute aus dem Umfeld der Royal Family und großflächige Vertuschung und zig Politiker involviert und jetzt auch hier die Vorwürfe gegen Edward Heath. Sondern es zeigt auch das gleichbleibende Muster. Die britische Theaterdemokratie, die britische Scheindemokratie ist ja das Vorbild gewesen für Nachkriegsdeutschland, für viele andere Länder auf der Welt. Also so wurde das gemacht, quasi alle sind Freimaurer, alle Politiker und ja, alle haben irgendwelche Titel als Freimaurer und teilweise auch Adelstitel und zig Leute sind Pädophile und werden gedeckt von dem ganzen Staatsapparat, weil sie eh alles kontrollieren, Polizei und Justiz und so weiter. Und diese ganze Demokratie mit den verschiedenen Parteien ist alles nur Theater. Das haben dieses System haben die Briten eben geschaffen. Und ja, und dieser weitläufige Kindesmissbrauch ist nicht nur quasi da das Privatvergnügen dieser Psychopathen, sondern eben auch Erpressungsmaterial. Es sorgt für einen gewissen Zusammenhalt, weil das etwas ist, was die generelle Bevölkerung nicht verzeihen kann. Also wenn es jetzt geheißen hätte, der britische Ex-Premierminister Heath wird große Steuerhinterziehung vorgeworfen, würde die meisten Leute abwinken, das interessiert die nicht. Oder britischem Ex-Premierminister Heath wird vorgeworfen, dass er seine Frau betrogen haben soll. Das ist auch vollkommen den meisten Leuten vollkommen wurscht. Aber wenn es eben heißt, britischem Ex-Premierminister Heath wird Kindesmissbrauch vorgeworfen, boom. Leute werden hellhörig. Und wir haben das gleiche Muster. Also es gab dann diese Luxuswohnungen in London, wo die Polizei dann in den letzten Jahren ermittelt hat, mit Kellerverlies, wo dann die Kinder eingesperrt wurden oder erstmal aufbewahrt wurden. Und dann wurden sie in naheliegende Luxuswohnungen gebracht für Sexpartys. Und wir erkennen absolute Parallelen zu dem organisierten Kindesmissbrauch in Portugal. Da gab es ja auch einige Verurteilungen in den letzten Jahren. Einige Skandale. Totale Parallelen zu Belgien, totale Parallelen zu den USA mit dem Franklin-Cover-Up, dem Franklin-Fall. Es ist immer das Gleiche, die Infrastruktur ist immer gleich aufgebaut. Es ist immer das gleiche politische Scheindemokratiesystem. Und diese Typen sind immer Pädos oder im größeren Umfang. Und da gibt es dann verschiedene Klassifizierungen. Also die einen gehen dann auf Partys mit 16-, 17-jährigen Mädchen, die man dann irgendwo her hat, weil das so weggelaufene Kids sind oder so Kids sind, die einfach Geld machen wollen und sich da in diese Szene haben reinbuxieren lassen. Also das ist das eine, dass halt Politiker oder irgendwelche Adlige sagen, ja, sie wollen Sex mit irgendwelchen 16-Jährigen haben und bezahlen dafür. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, nee, sie wollen 12-Jährige. Es gibt diejenigen, die sagen, sie wollen noch Jüngere. Und dann gibt es diejenigen, die wollen SM-Partys mit Kids. Und dann gibt es diejenigen, die wollen dann, das ist auch in mehreren Ländern passiert. Also gab es bei dem Dutroux-Fall und bei den britischen Skandalen gab es ähnliche Geschichten, wo dann Kinder beim Sex gewürgt werden und da geht meistens immer was schief. Gab es dann Zeugen, die gesagt haben, in Europa gab es dann Fälle, wo dann auf so einem Schiff, es wurde auf Video gefilmt oder auf Film festgehalten und das Kind hat er nicht mehr geatmet und dann gab es dann Panik, jemand schmiss die Kamera um und man hat versucht, das Kind zu reanimieren. Ja, und dann gibt es immer weitere Härtegrade und eben auch diejenigen, die dann Kids umbringen wollen und so weiter. Also das ist natürlich dann das düsterste Geheimnis. Das wird man wahrscheinlich auch nicht unbedingt aufdecken in den allermeisten Fällen. Aber wenn man genauer nachguckt bei den investigativen Reportern, Jürgen Roth hat auch mal was dazu gemacht vor Jahren, man findet immer wieder Ermittlungen und richtig, richtig handfestes Beweismaterial, aber diese krassen Fälle kommen dann nicht unbedingt an die Presse, an die große Öffentlichkeit.
Auch das gibt es. Also da gibt es auch Vorwürfe von glaubhaften Zeugen über den Bohemian Grove in den USA, dass da solche Geschichten vorgefallen sind. Und das spielt wieder mit rein in die psychopathische Elite, also diese Raubtiere, die dann keinerlei normale Empathie mehr haben und ihnen ist alles andere langweilig geworden. Sie wollen also Sex mit Kindern und Kindern auch umlegen dabei. Ja, und andere Leute, die dann, was ich zum Bohemian Grove gehen, die kriegen dann gar nichts mit davon. Oder sie kriegen bloß die normalen Prostituierten mit. Oder sie kriegen vielleicht die 16-jährigen Prostituierten mit denken sich, naja, das ist mir auch wurscht. Da gibt es keine Hemmungen, aber wie gesagt, die richtig harten Dinge werden dann mehrfach abgeschirmt, kommen aber doch immer wieder an die Oberfläche. Und dann überlegt man sich, okay, das ist in diesen ganzen Ländern so, dieses System. Und wie sieht es dann in Deutschland aus? Also, wie muss man sich das dann vorstellen? Weil es alles andere ist ja auch genauso in Deutschland wie in anderen Ländern auch. Wie steht es dann hier mit der Pädopolitik und wie steht es hier mit der Infrastruktur und dass dann einfach dann diese ja, wichtigen Leute sich dann rumkutschieren lassen und dann irgendwelche Kids aufgabeln und so weiter oder zu Sexpartys gehen oder sich Kids halt eben bringen lassen und so weiter oder Schlimmeres. In Portugal gab es dann Casa Pia, dieses Kinderheim, da hat man sich immer wieder Kinder besorgt. In den USA war es auch ein Kinderheim bei diesem Franklin-Fall und so weiter. Und immer wieder verschwinden dann auch Kinder. Und dann heißt eben, wo sind die hin? Na, keiner weiß es. Die sind vielleicht weggerannt. Oh, das sind sowieso Wegläufer, keiner kümmert sich drum. Die tauchen schon irgendwann wieder auf, aber sie tauchen nie wieder auf. Mir hat jemand mal am Telefon eine Geschichte erzählt aus Deutschland, das ist, glaube ich, war eine norddeutsche Großstadt. Nicht alles täuscht. Und es hieß eben auch, ja, sie war halt auch so eine halbe Ausreißerin und sie hat dann auch halt Leute kennengelernt, die dann gesagt haben, hey, du kannst einen Haufen Geld verdienen mit 13 oder 14 Jahren. Du musst auch halt auf bestimmte Partys gehen und dort einfach in knappen Bikinis tanzen oder irgend sowas und die Gäste so unterhalten. Und dafür kriegst du dann, was ich, ein paar hundert Mark oder sowas pro Abend. Gerade diese jungen Wegläufer-Kids denken sich dann, oh geil, ich mache einen Haufen Geld, stehe auf eigenen Beinen und kann mir all die schönen Sachen kaufen, die dann in den Schaufenstern ausliegen und so, Designer-Klamotten. Und das Problem ist, die Kids werden dann immer weiter da reingetrieben und machen dann mehr als nur tanzen und irgendwann, ja, geht's richtig in die Prostitution, beziehungsweise irgendwann verschwinden dann Kids. Und es das heißt, niemand hat die gesehen, keiner weiß, wo die hin sind, also tauchen dann auch nie wieder auf. Ja, und die meisten Leute können sich das nicht vorstellen, das ist außerhalb ihres normalen Vorstellungsrahmens. Deswegen habe ich unter anderem auch dieses Buch hier geschrieben, Das Böse entschlüsselt, wissenschaftliche Strategien für eine moralische Welt. Es ist kein klassisches Verschwörungsbuch, allerdings ohne diese Grundlagen versteht man, ja, organisierte Verschwörungen, insbesondere richtig bösartige Verschwörungen, versteht man nicht unbedingt so richtig. Beziehungsweise, ja, die Leute können sich das nicht richtig vorstellen, aber wenn man ihnen die psychologischen Mechanismen, die neurologischen Mechanismen erklärt, die damit reinspielen, dann lernen die Leute mehr, dann lernen die Leute dazu. Psychopathen sind nicht nur irgendwelche Filmcharaktere, sondern Psychopathen sind absolut real und die meisten von uns statistisch gesehen kennen einen, beziehungsweise sind einem über den Weg gelaufen. Sehr, sehr gefährliche Geschichten. Ja, und es hieß natürlich in den britischen Ermittlungen auch, der KGB hatte Dossiers über pädophile britische Politiker, der MI5 hatte Dossiers, Ermittlungen wurden auch deshalb zurückgehalten, weil die Dienste sich dachten, naja, wenn wir die in den Knast stecken, dann nützen die uns nichts mehr, sondern wir können die einfach kontrollieren mit dem Beweismaterial. Ja, unsere Gesellschaft ist tatsächlich verrottet. Unsere Gesellschaft ist im großen Umfang durchsetzt von Narzissten und Psychopathen in Führungspositionen. Und das Interessante ist, ja, das System funktioniert sehr, sehr stabil, weil meistens die Opposition ähnlich angeführt wird. Also die meisten oppositionellen Gruppen, die meisten Rebellen, die dann sagen, oh, wir wollen die da oben von ihrem Platz runterkicken und so, die meisten Oppositionsgruppen werden auch von Narzissten und Psychopathen gesteuert. Deswegen bleiben die Herrschaftsverhältnisse meistens so, wie sie sind. Denn ja, nichts ist leichter als ein Gegner, der narzisstisch oder psychopathisch dominiert ist. Denn ja, die Narzissten sind inkompetent und die Psychopathen haben immer eine
eine eigene Agenda, schauen immer nur auf sich selber und die kann man dementsprechend dann auch leichter manipulieren, haben keine festen Werte eigentlich, wie jetzt normale Leute.